Jetzt sind wir jetzt schon kurz vor. Ja, das passt, das passt. Dann sollen die als allernächstes hier nochmal ein bisschen Nahrung machen. Beobachte gerade die ganze. Die Filanten natürlich nach wie vor immer noch die Flotte hochtreiben. Hallo Zwiebeli, guten Abend. Und hallo Dirk, grüß dich. Oh, das hier holen wir uns auf jeden Fall. Also, das ist ein mega geiler Planet. Super duper. Könnte kaum besser sein. Also, wir haben da schon mal zwei Planeten, mit denen wir definitiv arbeiten können. Ich hoffe bloß, dass hier auch noch irgendwas gefunden wird. Alien-Wandmalerei. Während der Durchführung des Oberflächenscans von Yilon 2 entdeckten Wissenschaftsoffizier Opari Prasad und die Besatzung der Robco Tradewind einen anscheinend zugeschnittenen, mit Alien-Schrift bedeckten Felsbrocken. Da sie sonst keine weiteren Anzeichen auf Alien-Aktivität auf dem Planeten gefunden haben, ist es ein Mysterium, wie genau diese Wandmalerei hierher gelangt ist. Wir haben ein Spezialprojekt zur Übersetzung des Textes vorbereitet. Situation Log revised. Das machen wir doch glatt mal. Soll jetzt erstmal das Spezialprojekt machen, dann soll er das System weiter erkunden, dann soll er das System erkunden, dann das System und dann das System. So viel dazu. Wie lange brauchst du noch hier? Wir sind hier schon bei 70%. Das ist super. Das heißt, wir können gleich kolonisieren. Und danach werden wir da runtergehen. Das hier auch noch für uns sichern, wenn man das ist 1, 2. Das ist perfekt. Die sind bis jetzt, die beiden Planeten sind in perfekter Reichweite, um dann unsere Stationen doch noch weiter zu erweitern. Erforschen natürlich. So, du machst jetzt hier hin, was hier hingemacht werden muss. Bergbaustationen dahin. Ja, mehr geht gerade eben gar nicht. Der soll jetzt erstmal mit den Bergbaustationen anfangen. Was ist denn das hier gerade eben passiert? Achso, das System wurde erkundet. Ja, aber der hat ja ohnehin schon noch einen Job zu tun. Wie groß ist hier unsere Reichsgrenze? 18 von 50. Das passt. Das passt. Man muss es ja alles genau im Auge behalten. Also ich muss echt mal bei Iron Harvest noch mal reingucken. Ich habe es letzten Tage nicht geschafft, mal drauf zu gucken. Also danach zu suchen. Mich zu informieren. Brauchen wir das? Nee, ich will gerade eben kein Geld dafür ausgeben. Special Project actualized. So, das Spezialprojekt wurde abgeschlossen. Wissenschaftsoffizier Pari Prasad konnte die auf Yilon 2 gefundenen Alien-Wandmalereien zumindest in Teilen übersetzen. Der Text enthält eine erstaunliche Menge an Daten. Die Gedankentafel dient zweifelsfrei als eine Art von Low-Tech-Bibliothek. Im weitesten Sinne beschreibt sie das gesamte technologische Wissen einer Alien-Zivilisation, die diese Region der Galaxie vor gut 80 Millionen Jahren dominiert hat. Und dann kam der T-Rex und hat sie gefressen. Viel davon ist uns bereits bekannt, aber die Daten enthalten auch die Grundlagen für mehrere Technologien, die wir noch nicht in Betracht gezogen hatten. Hier gibt es genügend Daten, um unsere Wissenschaftler auf Jahrzehnte zu beschäftigen. Wir benötigen jedoch eine orbitale Forschungsstation, um unsere Übersetzungsbemühungen zu fortzusetzen. Okay, das kommt Research tatsächlich actualized. jetzt hier überraschend. Okay, wir haben jetzt die Wachstumsgeschwindigkeit um 10% erhöht. Ja, dann möchte ich jetzt hier definitiv hier das hier machen mit der monatlichen Einigkeit plus 2 zusätzliche Erlasse. Auch kein Fehler. Wo wir gerade eben, na nee, Erlasse kann ich gerade eben nicht machen. So, also ich brauche jetzt hier, so wie es aussieht, eine Forschungsstation auf Yelon 2. Also, ah, ja, okay. Das ist ein mega gutes Teil hier. Und das hier holen wir uns ja sowieso auch. Also so gesehen. Alles cool. Ach Gott, jetzt brauche ich hier. Was fehlt mir hier? Mir fehlt eigentlich nur die Nahrung. Okay, das ist kein Problem. Wir werden kolonisieren, so schnell wir können. Pause weg. I li li li. Die Forschungsstation bauen wir natürlich auch noch. Und der eigentlich? Okay. Es wundert mich halt immer, wenn die so lange in so einem System sind und irgendwie nichts dabei finden. Das ist nochmal ein Planet. Ah, aber der ist nicht so gut, der ist klein. Future Market Survey complete. Das tun wir auch noch erforschen. Was haben wir jetzt hier bekommen? Halt. Ach, hier scannen wir gerade eben noch rum.
In der Atmosphäre dieses Kasernen wurde kurzzeitig das Sensorprofil eines mittelgroßen Schiffes entdeckt. Oh. Hat jemand am Jupiter irgendwie illegal geparkt? Wie es aussieht. So, kolonisieren. Legen wir los. Leute, Frage. Moment. Frage. Wie wollen wir den Planeten nennen? Ihr dürft Vorschläge machen. Wie nennen wir das Ding hier? Also Ophioglie 3 finde ich jetzt irgendwie zungenbrecherisch. Haut doch mal ganz kurz mal in den Chat irgendwie ein paar ja, sinnvolle Vorschläge, die vielleicht sogar zu Robco oder so passen könnten. Bin mal gespannt, was ihr da jetzt reinhaut. Was, Krabbelbutz der Erste? Ich könnte mich verschlucken, um Gottes Willen. Hallo Balon, Cafeteria ist auch nicht schlecht. Sommerresidenz. mal überlegen. Drive-In? Also Grabbelbutz finde ich schon echt geil. Was? Neans? Neanstertal? Merp Streaming Keller? Social Media Lab? Dann würde ich einfach mal sagen, Vault 76. Vault 76, ich weiß nicht. Also 76 nicht unbedingt. Da wissen wir quasi, dass das Ding dem Tode geweiht ist. Krakatau. Hallöchen übrigens, Paxilla, grüß dich. Polumpus. ohne Witz. Ich muss das von Major Marflo nehmen. Das ist einfach so herrlich bescheuert. Grabbelbutz. Grabbelbutz. Ich nehme das, Entschuldigung, aber es muss sein. Das wird Grabbelbutz. Es muss einfach sein. So, wir bauen jetzt hier ein... aber wie gesagt, wir werden ja noch andere Planeten bauen. Keine Sorge. Wir werden noch andere bauen. Eiterpusteln Prime. Oh Gott. Die Rumpelkammer. Auch nicht schlecht. So, 30 von 32. Wir haben hier wieder eine mögliche Entscheidung. Produktion von Forschungsstationen verbessern oder Forschungsalternativen. Ja, ich mache jetzt mal das. Die Forschungsalternativen sind momentan noch nicht ganz so wichtig. So, der Kollege macht das hier fertig, geht dann auf dem Rückweg dahin, um dann auf dem Weg dann da runter zu gehen. Eins nach dem anderen auf jeden Fall. Weiß gerade eben jemand im Chat auswendig, ob ich hier gezwungenermaßen meine Territorien hier verbunden haben muss, um die um den Handelswert einzusammeln, oder geht das auch quasi über diese Grenzen hinaus? Ich glaube, das geht über die Grenzen hinaus, aber wenn es jemand sicher weiß, darf er es mir auch gerne sagen. Was ist das hier? Wisst ihr, und das ist eine kontinentale Welt. Toll. Mit 8. Finde ich nicht so geil. Gasriesenschiff. Aktive Scans von Yilon 6 haben ein Objekt tief in der Atmosphäre des Gasriesen erkannt, bei dem es sich um ein großes Schiff zu handeln scheint. Den Trümmern in der Nähe nach zu schließen, hat es sich in der Vergangenheit mehrere gescheiterte Versuche gegeben, dieses verlassene Schiff zu bergen. Ein Schiff, das stark genug ist, solche zerschmetternden Gravitationskräften zu widerstehen, muss einen enormen Wert darstellen. Wissenschaftsoffizier Pari Prasad hat bereits ein eigenes Bergungsprojekt vorgeschlagen. Holt es hoch, egal was es ist. Ausstellung des Spezialprojekts, oder das ist viel zu mühsam, dann bekommen wir einfach noch... Nein, ich will das Ding haben, oder? Wir wollen das Ding haben. Das Ding ist garantiert ein cooles Schiff. Deswegen wird das jetzt hier gebaut. Moment, Pause. Spezialprojekt hier noch untersuchen. Danach kann er hier weitermachen. So. Eins nach dem anderen. Genau, gratis Schiff. Ihr könnt es immer noch wegschmeißen, wenn es doof ist.
Eine Beleidigung für den gesamten Planeten. So, in Pause, was können wir jetzt hier machen? Normalerweise würde ich sagen Fusionsreaktor, aber ich gehe jetzt mal hier auf mehr Energy Credits von jedem Arbeiter. Das gleich jetzt mal am Anfang zu machen, bringt uns auf jeden Fall ein bisschen Kohle ein. So, jetzt machen wir jetzt immerhin schon mal 3,3. Wobei ich der Meinung bin, ja doch, nee, 3,3 ist schon korrekt, plus 10%, das haben wir jetzt erforscht. Wie lange braucht es noch, das Ding? Ah, das wird hier gerade fertiggestellt. Diese Kolonieschiffe sind irgendwie immer so langsam. Ich hol's hoch, keine Sorge. Aber auch das Ding ist jetzt ein mega geiles System. Also, selten so geile Systeme bekommen. Auch das hier ist nicht schlecht, allein wegen den flüchtigen Teilchen. Also das Einzige, was halt wirklich kacke ist, ist das hier, weil da ein Drecksplanet ist. Egal. Spezialprojekt abgeschlossen. Der Versuch von Wissenschaftsoffizier Pari Prasad, das verlassene Schiff aus der Atmosphäre aus Elon zu bergen, ist gescheitert. So ein Depp. Die starke Gravitation des Gasriesen deaktivierte den Antrieb eines unserer Schlepperschiffe, das daraufhin mit dem verlassenen Schiff kollidierte. Bei diesem Unglück starben mehrere Besatzungsmitglieder und das uralte Schiff wurde noch tiefer in die Atmosphäre geschossen, außerhalb unserer Reichweite. Bedauerlich, er bekommt 200 Erfahrung. Wenn er es vorher nicht wusste, jetzt weiß er es. Dank dieser Erfahrungspunkte, solange er sich intelligent skillt. Das wäre gar kein so blöder Planet, wenn der halt... Dankeschön, Donnerkönig, für den Resub. Vielen lieben Dank. Ich mache auf jeden Fall so weiter. Vielen lieben Dank. Oder ich versuche es zumindest. So. Wir haben noch nicht mal hier quasi diesen... Ich finde es so lustig, diesen Ring hier um uns rum, ne? Wir haben immer noch zweimal die Möglichkeit, hier vielleicht dann doch nochmal einen Planeten irgendwie herzubekommen. Wie lange brauchen wir hier, um zu bauen? Ah, jetzt fliegt er dahin. Sehr gut. Okidoki. Unser Kolonieschiff fliegt hier auch. Kann ich dem jetzt hier eigentlich sagen, dass er dann jetzt hier eine Raumstation bauen soll? Nein, geht noch nicht. Da fehlen noch 56 Einfluss. Pain. Pain, 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 pain. Oh, da oben hat es Legierung. Und vielleicht sogar nochmal einen geilen Planeten. Wobei, nee, der wird jetzt schon nicht geil. Ja, wobei, wenn er 11 hat, 11 geht in Ordnung. Eine Energiewelt, so wie es aussieht. Generatorplanet. Das Ding ist sehr, sehr breit aufgestellt. Und das ist eher so eine nahrungsproduzierende Welt. Ja, ja, erforsche, erforsche, erforsche. Ich finde es interessant, dass wir noch gar keine Alien gefunden haben. Also wirklich noch gar keine. So, ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal ein weiteres Forschungsschiff bauen. Um dann in diese Richtung weiter zu forschen. Denn ihr seht, das Ganze teilt sich dann halt dann doch gewaltig auf mit der Zeit. Ihr das hier schon erforscht, das Teil? Hat er schon. Upscaling complete. Ach so, das System ist ja schon komplett fertig. Ja dann. Kann sie auch da hingehen. Ich dachte schon, da wäre was, der wäre da noch beschäftigt. Masym Illa ist unbewohnt und tatsächlich auch unbewohnbar, aber Besucher hat es sehr wohl gegeben. Seine Oberfläche ist übersät mit Zenotaphen, die aus einem Material geschnitten wurde, das es auf dem Planeten nicht gibt. Offensichtlich wurden sie hier in einem künstlerisch geneigten Rasse platziert. Fließenden Linien der Monolithen stellen geschickt eine Art derart fantastische Geschichte nach, dass es sich dabei um Fiktion handeln muss. Oder? Die Archive aufzeichnen oder sie sind wunderschön. Die digitale Reproduktionen der Monolithen anfertigen, die es in unserem Reich im Überfluss gibt. Hm. Machen wir eine intelligente oder eine dumme Entscheidung? Natürlich für die Archive aufzeichnen. Das ist nicht so lustig. Ja, die kommen früh genug. Ich finde es so lustig, dass du halt wirklich sagen kannst, mache ich was Schlaues oder mache ich was völlig nutzlos Dummes? Hm.
56 brauche ich davon. Noch mehr, meine ich. Jetzt sind es nur noch 24. Wenn er ankommt, kann ich es vielleicht gerade machen. Das wäre total toll. Und jetzt kommt ja auch endlich unser total tolles Kolonieschiff an. Die erste Unternehmerkolonie. Unser Kolonieschiff hat in dem gesamten Planeten um spannenden Ozean von Grabbelbutz direkt vor der Küste ein großes Archipel eine sanfte Wasserlandung hingelegt. Diese fruchtbare Inselkette wird für uns ein hervorragender Startpunkt sein. Das Schiff wurde permanent verankert, um einen Umbau zum Verwaltungshauptquartier der neuen Siedlung vorzubereiten. Wir sind gerade dabei, seine Reaktoren zu entfernen, der die Kolonie vorübergehend mit Energie versorgen soll. Immer mehr Kolonisten verlassen das Schiff in großen Zahlen, weshalb nun auch auf den Inseln und um den riesigen Rumpf der ehemaligen Raumschiffs hunderte kleiner Zelte und Fertighäuser wie Pilze aus dem Boden schießen. Erste Unternehmerstadt auf einer fremden Welt. Ja, gibt 131 Forschungspunkte. So, gucken wir uns mal gerade mal Grabbelbutz an. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier gleich schon mal die rudimentäre Bevölkerung, die dann gleich für uns schon mal ein bisschen arbeiten kann. Das finde ich, also, ich hoffe, dass ich die noch irgendwie upgraden kann. Aber die müssen jetzt sowieso erstmal quasi hier grundlegend sich hier verankern. So, der fing jetzt hier an, der fing jetzt da an. Research actualized. Mit dem Schiffchen hier, das hat auch noch nichts Sinnvolles. Ich kann mir gerade eben kein weiteres Schiff leisten, stelle ich gerade eben fest. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So, die Korvetten wurden jetzt ja verstärkt. Pause. Ich mache jetzt das hier mit der Bergbaustation, weil wir auch schon einiges an Energie ansammeln und ich mache gerade eben minus 4 Energie, was nicht so geil ist. Hallöchen Trashkill Oliver, grüß dich. Das halten wir zum Glück eine Weile durch. So, ist meine Flotte hier schon verankert? Ich weiß es nicht. Ihn schon gesagt? Keine Ahnung. Aber einen weiteren Typen kann ich mir gerade eben echt nicht leisten. Boah, 3,5, willst du mich verarschen? Also gut, ich löse das Ding ja nochmal auf, das kostet mich einfach zu viel. Das ist natürlich ärgerlich, dass die Dingens weg sind. Aber das ist einfach zu teuer. Im Unterhalt gerade eben. Wir brauchen mehr Energie. Ich habe, glaube ich, noch keinen Energie-Hub, den ich machen kann. Ne, habe ich nicht. Das ist richtig Trashcode, Oliver. Man sollte am Anfang definitiv nicht drüber, aber ich bin noch weit weg, keine Sorge. Da habe ich noch ein bisschen was vor mir, bevor ich dieses Sektorlimit erreiche. Upscaling complete. Na also, dann fangen wir doch gleich mal mit dem Wichtigen an hier. Energie produzieren. Den Kollegen können wir dann eigentlich auch sehr, sehr bald kolonisieren. Wir haben eigentlich sogar schon alles dafür. Stelle ich gerade eben fest. Ja, wir warten aber noch ganz, ganz kurz. Nicht lange, aber ein bisschen. Bis ich die Energiesituation hier wieder in den Griff bekommen habe. Ah, und wieder eine Entscheidung. Ja gut, da ist es klar, wir nehmen hier die Forschungsalternativen und die maximale Fähigkeitsstufen von Wissenschaftlern. Danach bekommen wir dann noch hier den Erfahrungszuwachs für Anführer, mehr Fähigkeitsstufen für Anführer und zum Schluss dann nochmal Bewohner, die mit Forschung arbeiten, haben 20% weniger Unterhalt. Ja, forscht. Uns jede Menge tolles Zeug. Wie lange braucht denn dieses Schiffchen hier noch? Gefühlt 1000 Jahre. So, das Forschungsschiff ist hier schon fertig. Faszinierend. Dann schicke ich den jetzt tatsächlich da runter. Ne, warte mal, erstmal dahin, oder? Habe ich das hier schon? Ne, ich muss das System noch erkunden, dass ich das dann noch erkunden kann. Und dann so. So. Habe ich wirklich tatsächlich um eins umsonst gekauft, gehabt an der Stelle.
Oh, der hier ist hier noch beschäftigt, geht dann hier noch weiter. Dann sehen wir mal weiter. Oh, Konstruktionsschiff. Dann baut jetzt hier noch die Forschungsstation. Das ist ja tatsächlich nur eine einzige und die gibt uns hier diese 3 Punkte. So, kann ich hier nochmal... Ah ne, ich habe nicht genügend Einfluss. Ich kann gerade eben keinen weiteren Erlass raushauen. Julio, wer ist denn? Das da. Und dann geht er gleich mal weiter. Praxis Badlands. Oh Gott, Badlands, das klingt schon nach so Piraten. Das ist schon richtig, Donnerkönig. Aber irgendwie kriegt man das dann schon ganz schnell hin. Also nur Megacorps haben da halt irgendwie ganz, ganz fette Probleme. Alle anderen haben ja gar nicht so große Probleme, wenn sie über dieses Limit hinausschießen. Upscaling complete. So, perfekt. Also ich muss auf jeden Fall eigentlich auch dieses Gebiet hier sichern zumindest. Aus rein militaristischen Gründen. Hier könnten wir nochmal ein bisschen Energie uns holen, deswegen fliege ich da gleich schon mal hin. Energie ist nämlich sehr, sehr wichtig für uns. Wie weit seid ihr hier? Boah, so halb. Nochmal eine Eigenschaft für einen Wissenschaftler. Was ist es? Forschungsgeschwindigkeit Anomalien. So, wenn ich jetzt das Ding hier ausbauen würde, was auch absolut Sinn machte, könnte ich dann auch gleich die, den Handelswert sowohl von dem hier als auch von dem hier gleich dann rüber übertragen. Mit ausgehöhlt, im ausgehöhlten Teil des dieses Asteroiden befindet sich ein kleiner irasianischer Militärhochposten. Er ist mit mehreren leistungsstarken Scannerreihen ausgestattet, die auf Nachbarsysteme gerichtet zu sein scheinen. Keiner der Scanner funktioniert noch und der Asteroid scheint von mindestens einer weiteren Besuchergruppe durchgegangen. Was? Gut, von, was? Scheint von einer, mindestens einer weiteren Besuchergruppe durchgegangen und geplündert worden zu sein. Okay. Ja, das heißt also, es gibt hier noch ein Spezialprojekt. Situation Log revised. Lass mich mal rauskriegen, welches es ist. Geh zu. Projekt erforschen. Und dann Erkundung fortführen und dann das System erkunden. Wir lassen es gar nicht erst irgendwie hinten runterfallen. Trashkill Oliver, genau das, was dran steht. Also ich kann es dir gerade eben nochmal zeigen. Wir spielen ein Verbrecherunternehmen. Also wir sind kriminelles Erbe, Flottendienstleister, materialistisch, militaristisch, autoritär. Und unsere Spezies hat die Vorteile, also Anpassung kontinental, erfinderisch, begabt, Ingenieure und dekadent. Erkundung nach bewohnbaren Welten. Wir wissen nun, dass es nicht nur auf Robco Werk eine prächtig gedeihende Biosphäre gibt. Sowohl die wissenschaftliche Gemeinde als auch die Gesellschaft im Allgemeinen sind begierig darauf, mehr über die verschiedenen Alien-Lebensformen zu erfahren, die wir in der ganzen Galaxie gefunden haben. Unsere Katalogisierungsbemühungen der Lebensformen wurden zwar bereits auf den Weg gebracht, aber unsere Xenobiologen haben uns dazu gedrängt, unsere planetaren Erkundungsbemühungen und auf bewohnbare und bewohnte Welten zu konzentrieren. Eine lobenswerte Initiative, beginnt die Ereigniskette der Erkundung der bewohnbaren Welten, oder wir müssen uns mit wichtigeren Angelegenheiten befassen. Ich mache natürlich das hier, wir erkunden. Alles klar, Trash Log. Situation Log revised. So, oh, das ist ein Doppelplanetensystem. Sehr cool. Mache ich dieses Forschungsschiff hier? Ist schon wieder fertig hier, okay, System erkunden. 1, 2, dann muss auf jeden Fall hier eins hin oder hier, je nachdem. Dann würde... Warum müssen die großen Planeten immer so tot und scheiße sein? Dinge, die mir nicht gefallen wollen. So. Wie gesagt, ich will die Energie haben, ich will ja die flüchtigen Teilchen haben. Das da oben wäre auch kein Fehler, das zu bekommen.
So, ich würde mal sagen, jetzt machen wir auch mal die Kolonisierung hier gleich schon mal startklar. Archäologieprojekt abgeschlossen. Wir haben herausgefunden, dass die Irasianer dem Hochposten auf dem Asteroiden C2079 dazu verwendeten, während der Expansionsphase ihres Reiches benachbarte Zivilisationen auszuspionieren und Angriffe auf sie zu planen. Mit diesen Angriffen erzielten die Irasianer gewaltige Erfolge und wurden schon bald zur dominierenden Macht in diesem Teil der Galaxie. Als sie von den javorianischen Pocken dezimiert wurden, war dieser Hochposten vom irasianischen Militär schon lange aufgegeben worden. Okay, ein interessanter Fund. Gibt nochmal plus 1 irianische Artefakte, die geborgen wurden, und Forschung. Nice. So, wie gesagt, ich wollte jetzt hier quasi diese Kolonisation schon mal anstoßen. So, Leute, Moment. Nochmal Namensvorschläge. Namensvorschläge. Wie nennen wir denn unsere zweite Kolonie? Wie wollen wir die denn benennen? Wäre doch auch mal interessant. Was haben wir denn hier? Berge? Generatordistrikte? Heiße Quellen? Auch Generatordistrikte? Da sieht man mal quasi, wie das Ganze hier sich zusammensetzt. Sehr interessant. Ansonsten scroll ich halt hoch und gucke nach den anderen Namensvorschlägen. Grinch. Schlubbelnapf. Oh Mann. Hey Major Muffler, wo bringst du denn diese Namen her? Oh, von Heinz ist auch nicht schlecht. Hämorrhoidental. Finde ich schön. Finde ich auch echt schön. Hämorrhoidental. Also, weil ich vorhin den Major Muffler genommen habe. Ah, Kindergrippe. Grippe vor allem, mit Grippe. Nicht Grippe, sondern Grippe. Nierensteinhalle. Oh, auch nicht schlecht. Nierensteinhalle. Das hat der Mutti gesagt, du bist ein ganz besonderer Junge. Alles klar. Dann nehme ich mal das von Heinz. Das, wie gesagt, damit ich nicht immer nur das von Major Muffler nehme, obwohl es echt gut ist. Also das Ding heißt jetzt wirklich Hämorrhoidental. So, diese Leute haben die Ehre, im Hämorrhoidental zu leben. Bitter, bitter, aber ist so. Namen klingen nur komisch in ihrer entsprechenden Sprache. In einer anderen Sprache würden die Chinesen würden sie denken, ja, Hämorrhoidental, ja und? Bis man es übersetzt. So, Bergbaustationen bauen, um die Energie hier abzugrasen. Verloren im Weltraum. Das abgefangene Signal war ein Notruf eines Schiffes im Orbit um Asterion 5. Das Schiff strahlt keine Wärme ab und es scheint zu treiben. Wir haben ein Spezialprojekt ausgegeben, um etwas über den Verbleib der Besatzung herauszufinden. Verblüffend. Wir haben ja keine Zeit. Doch, verblüffend. Verblüffend. Situation Log revised. So, Situation Log machen wir doch mal sofort. Geh zu. Ich möchte dieses Schiff hier gleich mal erforscht haben. System erkunden. Und dann hier würde ich weitermachen. So. 32 von 34. Special Project actualized. Spezialprojekt abgeschlossen. Die Besatzung des Schiffes ist tot aufgefunden worden. Noch beunruhigender aber ist, dass sie anscheinend von einem hochentwickelten Hirnparasiten getötet wurden, der sie befallen und in den Wahnsinn getrieben hat. Gehirn stecken. Dank der Feststellung von Wissenschaftsoffizier Pari Prasad können wir nun unsere eigene Besatzung vor der Infizierung schützen. Schön. Toll. Finde ich gut. Future Market Survey complete.